Hallo erstmal, ich mache heute ein Video zum Kovon J3, den haben wir hier. Ja, entschuldigt bitte, wenn das ein bisschen amateurhaft rüberkommt, das ist das erste Mal, dass ich so etwas jetzt hier mache. Und vielleicht habt ihr ja nochmal ein paar Tipps, wie ich das das nächste Mal besser machen kann. Das nehme ich jetzt erstmal das erste Video jetzt zum Auspacken und erstem Eindruck. Ich hatte zuvor einen Sony S545, der war eigentlich ganz gut, hatte alles, was ich brauche, mehr nicht und war auch sehr glücklich damit. Hatte leider viele Software-Aussetzer von der Firmware, auch ein Update, es gab nur eins, das hat nicht wirklich viel geholfen. Und jetzt hat er ganz die Grätsche gemacht, wahrscheinlich Akku kaputt oder sowas, genau kurz nach der Garantiezeit. Und jetzt dachte ich mir, jetzt kaufe ich mal was richtig Schönes und habe mir diesen Kovon gegönnt. Es ist nicht Apple Mainstream und ja, das Design hat mich auch überzeugt. Ich finde ihn eigentlich ein bisschen schöner als ein iPod. Ja, jetzt bin ich, und ich dachte mal für alle, die sich auch einkaufen möchten, jetzt mal so als eine Hilfe. Ich habe ja sehr viel gelesen an Bewertungen, die sehr positiv ausfielen. Aber letztendlich möchte ich trotzdem auch nochmal so einen Hinweis jetzt hier machen. Ich hole ihn einfach mal raus. Auch MP3-Player haben ein Recht auf artgerechte Freilandhaltung. So. Also, Schutzfolie mache ich jetzt. Mache ich die jetzt ab? Naja. Auf jeden Fall ist er ganz aus Plastik, aber er liegt gut in der Hand. Hat auch eine edle Anmutung soweit. Also, es ist schon auf sehr hohem Niveau. Die Verarbeitung ist wirklich in Ordnung und ja, des Weiteren haben wir hier ganz unten in dieser originellen Zylinderverpackung diese CD. Also ich finde die Verpackung sehr hochwertig. Also ich habe mal gehört, diese kann man auch später als Blumenvase benutzen. Also ich werde es ausprobieren. Dann haben wir hier noch einige Gutscheine. Wahrscheinlich von mp3player.de, wo ich das bestellt habe, aber auch von Kovon hier, get a free audiobook. @audible.com. Ja, sicherlich auch ganz nett, aber ansonsten ist die Zusatzausstattung dürftig. Wir haben hier natürlich diese Ohrhörer, die immer mitgeliefert werden. Also viele sagen, die sind Gülle. Andere sagen, damit kann man eigentlich ganz gut Musik hören. Also ich werde meine eigenen nehmen, die sind garantiert besser. Und aber ich kann sie ja auch mal testen. Einen Soundcheck werde ich ja auch nochmal machen in einem zweiten Video. Und ja, ich erkläre nochmal kurz den Aufbau des Players. Hier ist der Anschluss für die Kopfhörer. Der Einschalter ist an der Seite, soll wohl ein bisschen fummelig sein. Also nachdem ich ihn nachher voll geladen habe, werde ich ihn das erste Mal einschalten. Dann haben wir hier scheinbar den Lautsprecher, Lautstärke-Tasten, Stop und Play. Und also hier die Lautstärke und da ist dann die Trackwahl wahrscheinlich, so eine Hoch- und Runter-Taste. Ja, das war es erstmal. Also ich bin von dem Player eigentlich ja, ganz zufrieden. Ich hatte natürlich bei dem Preis auch sehr hohe Erwartungen und die wurden zwar nicht übertroffen, aber doch voll und ganz erfüllt. Und ja, das nächste Video wird ein bisschen länger, denn da bringe ich ihn dann zum Laufen und teste die Soundqualität. Ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Video jetzt dabei und vielleicht habt ihr, wie gesagt, noch ein paar Verbesserungsvorschläge, weil das ist jetzt hier absolut neu für mich, was ich hier mache. Ja, bis dann. Ciao.